Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. So, muss leider sagen, dass er da einen Moment nicht aufgenommen, aber es ist nicht so viel, ihr habt nicht so viel verpasst. Also, was habt ihr verpasst? Ja, wir sind jetzt Tane von Pale. Wir haben Grigo als Vogt eingestellt, also wir haben von natürlich als Tane haben wir Dings bekommen, den Huskal, das ist Gregor, der ist jetzt Vogt von Yelmach. Ja, kann ich leider nichts für. Meine Aufnahme wurde gefressen. Beziehungsweise, er hat sie nicht aufgenommen. Es tut mir leid. Und jetzt haben wir die letzte Aufgabe bekommen. Für. Viel besser, danke, Freund. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Was? Ich heiße Walda. Ich gehe von Falkenring aus auf die Jagd. Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Zweiglinge. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Aha. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Das würdet ihr für einen Fremden tun? Viel besser, danke, Freund. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Was ich sagen wollte, wir haben jetzt vom Priester von Arkay in Falkenring die letzte Aufgabe bekommen, damit wir Tane in Falkenring werden können. Ich werde euch auch noch auf Gregor gleich zeigen hier noch. Wie? Was soll? Ist das die Stimme? King, King. Da ist wohl meine So. Fantasie mit mir durchgegangen. Was ich sagen wollte, ich werde euch natürlich gleich noch zeigen, wie Gregor aussieht, unser Vogt. Ich habe ihn auch schon auf Aufgaben geschickt. Also er sollte für uns Holz kaufen, Steine kaufen, soll unser kleines Haus einrichten und jetzt sind wir komplett pleite. So. Der wohl. Zack. In der Mitte durchgehauen. Wie die hier auch aus den Häusern, also auch aus den Bäumen rauskommen, ne? So, was haben wir denn hier? Gold. Yay. Das war's? Hier ist Nils. Geht leise. Wer weiß, ob uns diese Dinge nicht vielleicht hören können. Da. Pam. Auch in der Mitte durch. So. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Wenn man so will. Wieso? Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht... Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Danke. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Gerne doch. Ihr seid jederzeit willkommen. Walda. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ja. Ah, ein Lied. Ari. Ari ist eine Frau, ne? Yep. Ach ja, man sollte halt immer aufpassen. Zweiglinge sind ja auch die Geister der Natur. Ah, so, haben wir nebenbei noch eine Aufgabe erledigt hier. Ist doch auch was. Wusch. Und so ab geht's zur nächsten Höhle. Denn da sollen wir das Tagebuch des Elfen holen, des Priesters von Arkay.
Oh, da hinten ist ein Lager. Mann. Ne. Na, wer hat sich denn hier ein Lager gemacht, oder? Sieht aus vom Jäger. Aber ich sehe niemanden. Na gut. Ach, hi. Ja? Auf Wiedersehen. Genug, genug, ich ergebe mich. Nö. Das ist das Haare auch raue Leben, mein Freund. Ja, wir können nicht immer permanent nur lieb und freundlich sein, sorry. Totenbeschwörer Meister, oh. Bam. Aber voll weggesnackt, ey. Oh, und da ist Skyrim abgeschmiert. Ah, so, wir sehen uns gleich wieder. Toll. Dürfen wir wieder hinten drüber laufen. Ah, Skyrim, hör doch mal auf mit dem Abgestürze hier. Ja, ich lasse jetzt auch den Jäger in Ruhe. Ich will einfach nur straight zum Dings hier. Zur Höhle. Ich speichere ab. Wirklich? Du hörst dich aber ganz anders an als eben. Habt ihr nicht drauf? Sind fast tot. So, Moment. Alter, was war das für eine Zauberei hier? Modgrim Stalagmites. Na, das wird ja spaßig da drinne. Wenn hier vorne schon so ein Dings hier rumeiert. So eine mächtige Zauberin. Eieieiei. Und schön. Oh, es ist schon wieder abgeschmiert. Okay, gut. Die Höhle können wir leider auch nicht machen. Das heißt, wir werden kein Tarne von Falkenring. Wir sehen uns gleich wieder. Sorry. Und da sind wir wieder mal. So, wir können die Quest leider nicht machen, denn wir haben ja das gleiche Phänomen leider wie beim damals mit der Akademie. Wir können das nicht betreten, ohne dass das Spiel abstürzt. So toll ist das, ne? So. Ich habe mir überlegt, wir werden der Hauptquest jetzt nachgehen weiter. Ja, ich weiß, aber hoffen wir mal einfach mal, dass das nicht den Fallout-Effekt hat. Und wenn doch, wir sind jetzt über 100 Folgen. Also, so, hi. Good to see you. Yes, yes. Was kann ein alter Skalde für... Es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren könnte. Eigentlich hätte ich gehofft, dass wir hier vielleicht... weitermachen können mit der Quest, aber... Hier gab es ja auch noch eine Quest, aber... Nee. Hi. Es ist ein schöner Tag, wenn... Hello, friend. Ach, du bist ja lieb. Hi. Wartet. Ich... Was? Wartet, ich... Stimmt. Und bevor wir weitermachen, zeige ich euch jetzt erstmal unseren Vogt. Das wollte ich auch noch machen. Wie...
zeige ich euch mal unseren Vogt. So. Da ist er. Gregor. Ich bin... Hey there. Wie geht's? Kennt ihr Bellators Laden in Weißlauf? Fragt da als erstes. Er hat solche Sachen in seinem Sortiment. Danke dir. Das ist Gregor. Das ist unser Vogt hier von unserem Häuschen. Ne? Von unserem Häuschen hier. Wir haben leider nur 500 Gold. Das heißt, wir können nicht viel sagen. Also wir können nicht sagen, hier, mach mal das, mach mal dies. So, Leute. Dann wird es tatsächlich Zeit. Was machen wir jetzt halt? Unsere... Ich habe einfach keinen Bock wieder nach... Also ich habe einfach... Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, nach Dings zu gehen. Nach... Ach, sagst du, wie ist das noch? Nach Soulstheim und da die Quest machen. Können wir vielleicht nach der Hauptquest machen? Wir schauen einfach mal, ne? Wir gucken einfach mal. So. Flusswald, hallo. Hey, yo. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Haltet euch bloß von Alvor fern. Ja, Alvor. Ja. Mhm. Wieso habt ihr eigentlich alle jetzt komische Brillen auf? Möget ihr mit einem Schwert. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Mhm. Für ein Dorf der Nord. Mhm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Hallo. Hallo, willkommen. Und natürlich müssen wir auch demnächst nochmal. Außerdem gibt es noch eine. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Natürlich kommen wir auch noch auf die Mission, dass wir bald. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Herumgeschnüffelt. Und zwar, dass wir auch heiraten wollen, ne? Müssen wir noch gucken. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Ob... Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ah, Camilla. Strahle. Wir haben Zimmer und Essen. Aber auch Getränke. Danke. Mir gibt's nichts zu sagen. Haltet euch einfach von ihr fern, oder? Oder ihr werdet es bereuen. Ich trinke nicht. Aha. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Ah, da haben wir unsere Diebin. Ich bin nur der Kochmädel. Ihr spielt so gut. Wie denn nicht, wenn ich euch als Muse habe? Ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Ihr wisst, wie man einem Mädchen den Kopf hält. Ja? Es bedeutet uns so viel, dass die... Oh, thank you. It was a pleasure. Thank you. Ebenso. So, was gibt's? Schließ die Tür, dann können wir reden. Ja, von mir aus. Nun können wir reden. Aha. Aha, so einen kleinen... Möchte gern Geheimkeller hier, hm? Was? Blade Swords? Die Graubärte scheinen so zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Das hoffe ich. Aber seht mir nach, wenn ich nicht gleich an etwas glaube, nur weil die Graubärte es behaupten. Ich habe euch gerade das Horn von Jürgen Windrufer gegeben. Bin ich damit auch ein Drachenblut? Nur so konnte ich sicher gehen, dass dies keine Falle der Talmor war. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Was ich wann erkläre, entscheide ich immer noch selbst, verstanden? Ihr wäret längst tot, wenn ihr mir nicht auf den ersten Blick gefallen hättet. Aber ich musste wissen, ob an den Gerüchten über euch etwas dran ist. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel.
aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Kühnesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Mhm, gut. Jetzt gehen wir also einen Drachen töten, ne? Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühnesheim. Na dann. Hey, was soll denn das? Das ist ein Hahn, ich wollte rein. Ja? Puff. Ordner, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja, gut, wir sollen jetzt einen Drachen töten gehen, aber wir wollen ja keine Drachentöter sein. Wir haben ja gemerkt, dass nicht, wir haben ja gelernt, dass nicht alle Drachen böse sind, ne? Oh, in Kühnesheim waren wir doch gar nicht. Dann gehen wir doch mal dahinter. In einer Stadt, wo wir noch nicht waren, das ist natürlich auch was Interessantes. Definitiv. Schattenmähner! Los geht's. Wir müssen was tun. Ah, Kühnesheim ist also sowas ähnliches wie Drachenbrücke. So ein Vorort. Kühnesheim. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache, er greift an. Aha. Ich weiß nicht genau. Jetzt noch nicht. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Na dann wollen wir mal. Ja, ich komme schon. Obwohl wir in dem Schatten nie mit. Alduin. Ist auch hier? Da ist Alduin. Er belebt den Drachen wieder. Salogni, Sil, Rodova, Ulza. Wie? Was soll's? Wow. Ja.
So. Tja, das war ein Drache. Drachenkampf auch schon länger her, ne? Es stimmt nicht wahr. Mhm. Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Tja. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Mhm, mehr als das. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren. Seit dem letzten Drachenblutkaiser suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Genau. Wir waren seit zwei... Aber wir haben niemals eines gefunden. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche... Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Gut. Hier liegt jemand Totes. Na, bist du dem Drachen zu Opfer gefallen? Ich würde sagen, wir bringen erstmal das Horn gleich zurück, aber ich möchte mir gerne Kühnesheim kurz angucken. Kühnesheim ist ein kleines Ding, oder was? Die Mine steht immer kurz davor einzubrechen. Gut, dass ich da bin, um das zu... Neugierig, was? Mhm. Ich war Magierin in Morrowind. Hier setze ich meine Kräfte in den Minen ein, um die Tunnel zu sichern.
Bei Azura, es wird heiß hier drinnen. Ich benutze Frostsalze für einen Zaubertrank, der die Hitze erträglich macht. Aber ich habe keine mehr. Nur zu, falls euch das nicht zu viel Aufwand ist. Wenn ihr wiederkommt, könnte ich euch ein kostenloses Veränderungstraining Gut. anbieten. Gut. Sie möchte volles Froschscheitsche haben. Froschscheitsche. Tatsächlich ist ein Haus hier. What the fuck? Wieso ist hier ein nackter... Warum hat der seine Rüstung ausgezogen? Ich frag gar nicht. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Hallo. Du bist aber nicht die richtige Wirtin, ne? Die meisten Leute Ach, in Himmelsrand scheren sich nicht um die Dunmeer. Brogi ist der Einzige mit etwas Anstand. Ich habe gerade erfahren, dass es hier eine Mine gibt. Und ihr kennt mich ja, ne? Mine. Ah, hier kann man sich sogar Bruchstein besorgen. Wo ist denn die Mine? Ach, oder nicht. Ich guck mir das Haus mal davor noch an. Und dann gehen wir mal zu den Graubärten. Was ist das? Sieht aus wie Gas. Wir könnten ja mal so testweise, haben wir noch Flammen oder Feuerball oder so? Feueratem. Hat nicht ganz gereicht. Nein. So. Egal. So, ich wollte zum Haus gehen. Das hier vorne ist. Schwupp. Was sagt denn eigentlich das Gewicht, was sie derzeit rumtragen? Joa, haben noch genug Zeit frei. Also kann ich auch mal kurz das hier mitnehmen. Das ist Eisenerz. Das brauchen wir für unser Haus. Batsch. Batsch. Bam. Badabing. Badung. Zap. Zap. So, wunderbar. Ein Bär. Anscheinend hat der sich um die... Wie? Was? So. Ugh. So. Ja, ich glaube, der Bewohner ist dem Bären zum Opfer gefallen hier. Mein Beileid. Genau, den wollte ich haben. Naja, vielleicht solltest du ja nicht Lachs an deiner Hütte aufhängen. Guck, da ist doch noch ein Meister Pets. Alter, hier sind auch so viele Sachen, die wir decken müssen. Guck mal, ist ja auch alles noch frei und. Boah. Also, es sollte auch nach der Hope Story noch für uns ein bisschen weitergehen, weil, wenn ich sehe, was für Auto wir noch nicht erkundet haben. Auf jeden Fall, ne? So. So, gehen wir mal hier hoch. Hoch Rotka. Ich glaube, sie lernen uns ja das letzte Wort von unerbittlich macht dann, ne? So, hi. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen.
Na dann. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Ja. Er gibt uns eine Art von Seele. Also haben wir jetzt unerbitterliche Macht komplett voll. Ja. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lera, große Saran, Strudul, Hochnichtala, Klofra, Nau. Dovahkiin, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Okay. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Wir haben die traditionellen Grußworte einem Drachenblut gegenüber entboten, das uns als Lehrmeister anerkennt. Dieselben Worte wurden benutzt, um den jungen Talos zu begrüßen, als er nach Hochrothgar kam, bevor er zu Kaiser Tiber Septim wurde. Ah, manchmal vergesse ich, dass ihr nicht wie wir der Drachensprache mächtig seid. Dies ist eine ungefähre Übersetzung. Seit langem verfällt die Sturmkrone ohne würdige Stirn, auf der sie thronen könnte. Bei unserem Atem verleihen wir sie nun euch im Namen von Kühne, im Namen von Shor und im Namen des alten Atmora. Nun seid ihr Ismir, der Drache des Nordens. Dies ist euer neuer Name. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Ihr habt schon so viel gelernt, Drachenblut. Es wäre gefährlich, eurer Gabe keine Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber es gibt viele Worte der Macht in Himmelsrand, eingegraben in die Drachensprache. Sogar von hier fühlen wir die Tuum von ihnen ausgehen. Es wäre ein guter Test, diese verlorenen Wörter zu finden. Das würde eure Fähigkeiten durch Erfahrung vertiefen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit für die Suche seid. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten
Als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrodgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Der Himmel über euch, die Stimme in so. Euch. Genug gequasselt hier. Aber so haben wir ein bisschen was gelernt. Und wir haben einen neuen Ort eines Schreis, damit wir das Wort gelernt, was wir noch nicht haben. Aber das ist auch egal, wir gehen jetzt erstmal nach Flusswald. Ich denke mal, es wird dann wohl auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir entweder den Graubärten folgen mit der Stimme oder dass wir den Klingen folgen und Drachen killen. So. Jemand muss etwas unternehmen. Was? Was? Blackiges Diebes Gesindel. Ehrlich, ein Dieb? Hier? So. Ehrlich, ein Dieb hier? Das ist aber auch neu. Das war jetzt überraschend. So will ich das ausmachen. Ich würde Person ansprechen und in das Haus reingehen. Hä? Willkommen. Willkommen. Sag Bescheid, ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Von mir aus. Delfin. So. So. Soll ja niemand uns hören. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Das also ist euer Plan? Selbst wenn ihr das überleben würdet, wären die Dokumente verschwunden, bevor ihr hineingelangen könntet. Wir sind wegen der Informationen gekommen, schon vergessen? Vertraut mir. Ich mache das schon sehr lange. Meine Methode ist besser. Ich meine doch nur, dass ihr euch einen aussuchen und bei ihm bleiben solltet. Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Das klingt gut. Seid vorsichtig. Gut. Dann gehen wir mal. So, passt doch auf. Besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. So, dann gehen wir mal nach Einsamkeit und treffen diesen Malborn. Vergesst Wein, Weib und Wohlstand.
Ich hörte, Adonato Leonetti verwaltet derzeit in Winterthur. Ah, nicht alle auf einmal! Quatschen alle auf einmal! Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Das hört sich echt toll an. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen sauberen Becher. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal wirklich? Eintönig. Aber ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen sicher. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt. Und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch über. Das heißt, ich muss mich jetzt hier nackig machen. Das ist aber gerade nicht so das Tollste. Ich komme gleich auf dich zurück. Ja. Ich muss mir irgendwo. Wollt ihr mir etwas? Ich habe Münzen und ich habe Waren. Warum hast du keine. Denkt an mich, wenn euch noch was in die Hände fällt. Erstmal muss ich mir Kleidung besorgen. Ich muss dir meine Rüstung geben. Seid ihr wieder. Man hört ja so einiges Gutes über die Gilde. Problem ist, wir haben, sonst laufen wir nackt rum. Das geht so nicht. Wir können nicht. Ach, was für eine Freude. Kleider und Gewänder für Kunden mit Anspruch. Gib mir einfach irgendwas, was ich tragen kann. Das ist mir eigentlich gerade Fuku egal. Trotzdem will ich irgendwie. Irgendwas Nettes. So. Trag mal ein kleines Kleid, das ist doch was Schönes. Ja. Endlich. Oh, das ist diese freundliche Frau, ne? So. Habt ihr meinen lieben Bruder Erikur schon kennengelernt? Nein. Interessiert mich auch gerade nicht. So, jetzt gehen wir mal rüber. Und geben ihm unsere Ausrüstung. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Seid ihr endlich soweit? Ich muss zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Vergesst. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Da. Nein. Stopp, ich hab das Schwert vergessen. Scheint immer mehr zu tun zu geben. Nein! Ist er abgestürzt? Er ist abgestürzt. Nein! Ich kann absolut. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Eure Aufgabe. Mist, ich muss nochmal laden. Ich habe vergessen, ihm unsere Waffe zu geben. Dreck! Ich habe vergessen, ihm unsere Waffe zu geben. Ah! So. Seid ihr endlich soweit? Ich muss zurück. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde zack, euch schon zack, auf der Feier. Zack. Keine Sorge. Zack und zack. Bitte sag mir, ich habe ihm jetzt alles gegeben. Gut. Hi. Ah, hier kommt genau. Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Ja, ja. Sagt mal, was ihr habt. Das hier einmal. Dann das hier. So. Denkt an mich, wenn euch noch was. Jetzt laufen wir in ganz normaler Kleidung rum. Yay! Schick, schick. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Laufen mit einem kleinen Kleidchen rum hier. Finde ich auch cool, hat was. Hallo. Eure Aufgabe ist, warum werden wir jetzt nicht hier unterwegs angegriffen? Da haben wir ein ziemliches Problem. Ich kümmere mich um alles. Ihr braucht etwas? Kann ich etwas für euch? Nö, bis alles zum gut. Nächsten Mal. Gut. Ich habe Zeit für Leute, die zu faul oder zu feige sind in dieser Welt. Mein Vater war alles, was ich je an Familie hatte. Mhm. Ich kommandierte einst ein Schiff namens Silberner Raubvogel. Doch es rammte einen.
Hi. Da bist du ja. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ja. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat. Und das, was ihr drinnen eventuell... Okay. Gut, Bekleidung. Und Partyschuhe. Sehr schick. Könnt. Hm, das muss genügen. So werdet... Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft... Los geht's. Keine Sorge. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Danke. Redet mit Daimon, wenn ihr ein Pferd haben Hips. Wollt. Oder sprecht mit Katja, so. Wenn ihr Arbeit sucht. Ich kann euch nicht helfen. Was? Ich finde diese random Gespräche einfach manchmal echt... Was? Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elendens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werte Damen. Ebenso. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Eigentlich komme ich ja lieber zu früh, oft schon am Tag vor dem Fest, damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. Na dann. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Gott, die sieht aus. Natürlich nicht. Eine reine Formalität. Ich muss nur eure Einladung sehen. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Ja, ja. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter. Bitte tretet in die Botschaft ein. Klar, danke. Eine Party der Speichellecker, also. Willkommen. Was zum Teufel? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenwen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Mädel, du hast extrem wenig an. Richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malborn? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein entkorke? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja. Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Natürlich. Wie kann ich euch dienen, meine Dame? Hier, bitte die Dame. Fein. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Okay, wir müssen also die Leute irgendwie ablenken. Wir haben Brandy bekommen. Ach nee. Der große Krieg ist längst vorbei. Es ist Zeit, dass das Kaiserreich und der Altmeribund ihre Differenzen beilegen. Ihr müsst neu in Himmelsrand sein, sonst wüsstet ihr, wer ich bin. Ich habe bei fast allem, was in Himmelsrand von Bedeutung ist, meine Hand im Spiel. Ich glaube, es ist Zeit, die Kränkungen der Vergangenheit ruhen zu lassen, damit zwischen dem Kaiserreich und dem Alt-Meribund Frieden und Wohlstand gedeihen können. Dazu versuche ich, meinen bescheidenen Anteil beizutragen. Und ganz unter uns, es bringt mir jede Menge Geld ein. In Ordnung. Da eine Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ja. Die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Klar. Ich wollte nur einen besseren Blick auf euch werfen. Mir gefällt, was ich. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Oh, danke, Sir. Ist das alles?
Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Toll. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Klar. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Elenven anstoßen. Unsere Von Geliebte. Den Leuten in diesem Raum könnte ich Natürlich viel lernen. Im übertragenen Was macht ihr denn da? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, oh, dass jemand vielen Dank. Ins Bett bekommen möchte. Ich gebe zu, ich bin überrascht, Obwohl, euch hier zu sehen. Normalerweise sind diese Feiern Denial und Wirtschaftsführern vom Himmelsrand vorbehalten. Elenven mag euch offenbar sehr. In Ordnung. Nehmt eure Hände weg von Einem mir. Freund helfe ich immer gern. Was kann ich für euch? Oh, also gut. Wenn euch das so wichtig ist, dann kann ich euch wohl helfen. Jemand bring mir mal was zu trinken. Schnell. Jetzt bin ich gespannt. Was? Wisst ihr, wer ich bin? Ich hätte euch ergreifen und auspeitschen lassen sollen. Was? Natürlich weiß ich, wer ich bin. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Ach, danke schön, Elisef. Und nicht wie ein Gast im Haus der Botschafterin der Talmor. Phew. Und dabei habt ihr mir doch versprochen. Schaff dir deine Ausrüstung zurück. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir. Ah, endlich, da ist es. So, hier, die könnt ihr behalten. Ah, Questgegenstände. Ich habe schon vergessen, was er zu mir gesagt hat. Wer kommt da, Malbor? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Ich werde mein Bestes Beeilt tun. Euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Ja, ja. Gut. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Zu wem gehören Sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Mhm. Nein, Sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich Ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur ein niederes Fußvolk. Wie schön, dass die beiden die gleiche Stimme haben. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Hehehe. Ah, kleine Fliege. Oh, verdammt. Ihr hättet nie herkommen. Mist. Sei ruhig. Verdammt normal. Halte mich da raus. Hm.
Was hat der denn da? Cove Blade, okay. Wegzulaufen. Ich finde das toll, wenn Leute immer so große Sprüche kloppen. So. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Seelenreißer nicht mehr drauf habe. Fußrotter! Das begrüßt das bekannte und berühmte. Hallo. Ich werde euch brennen sehen. Genug. Und ich dich tot. So, wo muss ich denn rein? Tschüss. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Wie? Pass auf! Hier drüben! Ja! Mann! Ruhe, Timer! So. Alter, was hat der denn alles dabei? Ja, stimmt, man hat mir den ganzen Dietrich abgenommen. Nein! Dungeon? Jo. Hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Mal rein da. Ich werde euch umbringen, das schwöre ich. Was war das? Was war das? Okay, er ist auch tot. Hallo? Wer bist du? Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Hm? Gut, wie ihr möchtet. Könnt ihr mich nicht einfach töten und es hinter... Es gibt einen alten Mann. Ich habe ihn in Rifton gesehen. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, er passt auf die Beschreibung des Mannes, den ihr sucht. Vielleicht ist er es, vielleicht nicht. Mehr weiß ich nicht. Warum tötet ihr mich nicht endlich? Wie schon gesagt, weiß ich nicht. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Halle. Und wir haben los. Euren Komplizen. Hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Macht wenn ihr möchtet. Aber wir müssen einen Weg finden, diese Falltür langsam zu öffnen. Ich ihr kann euch tot nicht besiegen. Herkommen sollen.
Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Zu die Eile. Ich habe vergessen, mich zu muten. Sorry. Hammer mal, Born. Warte mal. Ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Gerne. Ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Pass gut auf dich auf. So, wir sollen mit... Wieso habe ich eine Umgebungskarte hier? So, mit Delfine. In Flusswald, ne? Ja. In den Flusswald. Einmal strecken. Oh Gott. Gar nicht mitbekommen, dass wir schon so spät haben. Passt auf. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr schaut in Ordnung. Ja, ja. So, sagen wir mal Bescheid hier. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Super. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Wirklich? Mhm. Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Espern? Er lebt! Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Espern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Hm. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist zumindest ein guter Ausgang. Ach, und wenn ihr Espern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Gut. Dann holen wir jetzt mal unsere Sache. So, hol dir deine Ausrüstung. Da. Trisch. Wir sind wieder voll ausgerüstet. So Leute, ich würde mal sagen, das war's dann auch für heute. Beim nächsten Mal werden wir uns dann mal um diesen Espern kümmern. Also dann, ciao, ciao.